Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Stream zu Star Trek Online. Heute werde ich hier wieder mit euch zusammen die Geschichte weiterspielen, die Episoden hier in Star Trek und diesmal ohne Webcam, weil im Moment ist es viel zu heiß für eine Webcam und hier ist genug schon Strom. Ihr seht sowieso da nur ein Ventilator hier im Hintergrund überall laufen und sowas, von daher heute mal ohne Webcam. Aber dafür umso mehr Star Trek und heute geht es also auf jeden Fall in die nächste Geschichte beim Krieg mit den Herc. Und wir schauen uns an, wo bin ich dran, dann zeige ich euch kurz, was ich so optimiert habe mit einigen Zuschauern die letzten Male. Da wurde mir nämlich ein bisschen was gesagt, was ich an meinem Schiff so optimieren sollte. Und vielleicht gucken wir uns dann auch noch in Ruhe an, ja, was denn auf meinem Kanal so anders ist, was so neu auf meinem Kanal ist, das schauen wir uns aber erst später an. So, erstmal ganz kurz, wir nehmen uns die nächste Geschichte an. Wir sind nämlich hier bei den Episoden im Gamma-Quadranten unterwegs und hier ist es so, dass irgendwelche Insektenmonster angegriffen haben, sehen fast wie Insekten aus, wie Bugs, und die heißen Herc. Und ja, wir haben dann irgendwie festgestellt, dass Odo damit zusammenhängt. Der hat die irgendwie angelockt, aber das liegt wohl daran, dass die Gestaltwandler, also die Gründer, wohl irgendwo sich gegen Odo, ja, verbündet haben. Und jetzt will Odo die damit irgendwie aus der Reserve locken. Was genau, wie genau, das müssen wir uns noch anschauen. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Also Odo führt einen Suchtrupp für weitere Informationen über die Herc in eine uralte Forschungsstation des Dominions im Marsan-System. Und da waren wir beim letzten Mal, das war ziemlich cool. Da haben wir viel über die Herc erfahren, über das Dominion, also diese Gründer, und wie die Rassen kennengelernt haben, erforscht haben, also die Jem'Hadar und so weiter. Das ist eine sehr interessante Story-Mission gewesen. Und jetzt gucken wir mal, was hier bei Quarks ist. Quarks glückliche 7, das ist jetzt die, ja, drittletzte Mission, danach gibt es nur noch zwei Stück. Dann sind wir mit dem Gamma-Quadranten-Kampf auch schon durch. Dann gehen wir zu Age of Discovery weiter. Also dann werden wir eine ganz neue Geschichte anfangen. Aber erstmal hier noch die Herc. Mal gucken, wie viele Missionen wir heute schaffen. Mit einem behutsam gewählten Team von Ferengi versucht Quark, eine wertvolle Lieferung aus den Tiefen eines ikorianischen Flaggschiff zurückzugewinnen. Und vielleicht ist es ja irgendwas zu den Herc, vielleicht so Ketra Cell White oder sowas. Wir wissen es noch nicht, wir schauen uns jetzt mal genauer an. My apologies for the quality of the transmission. I'm contacting you on an encrypted frequency. I'm working on an important covert mission and I could use your assistance. I can't go into the details over comms, but you should know, if we pull this off, it could change the course of the Herc conflict in our favor. Meet with me on Deep Space Nine to go over the details. Come along. I've been asked to keep the details of the mission on a need-to-know basis. And right now, only you and I need to know. Also, Nock ist ja mittlerweile Kapitän der Sternenflotte, der Neffe von Quark. Und die scheinen irgendwas zu wissen, was den Herc-Konflikt verändern wird. Und da bin ich doch mal schwer gespannt, was das sein sollte. Wir werden jetzt einfach mal nach Deep Space Nine fliegen. Good luck. Und diese Mission annehmen. Das Schöne ist, man kann jetzt mittlerweile transwarpen kostenlos. Also einfach mal schnell, zack, auf nach Deep Space Nine. So schnell geht's. Wenn ihr Fragen zu meinem Kanal habt, zu mir, zu meinen Spielen, die ich so spiele, oder zu meinem YouTube-Auftritt, je nachdem, wo ihr gerade zuschaut, könnt ihr gerne in die Kommentare oder in den Chat schreiben. Ich lese mit und freue mich über jeden Kommentar, den ihr da lasst. So, jetzt sind wir also hier bei Deep Space Nine. Ich zeige euch gerade mal kurz, was mein Schiff so an Ausrüstung hat, damit ihr euch vorstellen könnt, wo ich gerade dran bin. Da ist Deep Space Nine, ne? Im Moment habe ich noch keinen Transwarp dahin, aber durch die Quest konnte ich ihn transwarpen. Und da haben wir gerade auch schon einen neuen Zuschauer, das ist ja schön. Michi Kowalski, schön, dass du eingeschaltet hast. Ist geborgt eigentlich ein anderes Wort für assimiliert? Fragt für ein Kollektiv. Okay, geborgt. Kein schlechter Wortwitz hier. Ja, ich habe auch ein bisschen Borg hier auf meinem Schiff, das ist richtig. Ich habe sogar Borg in meiner Crew.
Hier, wo ist sie denn jetzt überhaupt? Ich habe die jetzt vorerst mal irgendwie umbenannt, damit man so ein bisschen feststellen kann, welche denn jetzt für den Raumkampf gedacht sind von diesen ganzen Offizieren. Aber jetzt finde ich dadurch nicht mehr meine Borg. Da doch, Borg-Tech, das ist sie. Ne? Schick, oder? Ich habe sogar eine Borg. Und guten Abend, genau. So, nee, ich wollte euch kurz das Schiff zeigen. Ich habe immer noch Verbesserungsbedarf. Ich habe immer noch Bedarf, hier auch mal so ein Upgrade zu fahren, damit ich dann hier noch eine Konsole mehr kriege oder sowas. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist in den letzten paar Tagen habe ich mich darum gekümmert, dass ich hier bessere Konsolen für Phaser bekomme. Ich habe ja ganz schön viele Phaserstrahlenbanken und sowas alles hier bei mir im Schiff. Und da wurde mir doch erklärt von netten Zuschauern, dass man dann auch den Phaserschaden da unten hochhauen soll, nämlich auf 31,9 Phaserschaden und dann von der Flotte, also von den Gilden, die es hier im Spiel gibt, dann auch noch die kritische Trefferchance drauf haben. Ne? Also da gibt es in der Flotte gibt es dann noch Konsolen, die haben noch Crit-Trefferchance drauf und dann gibt es auch noch welche, die man upgraden kann oder die kann man ja sowieso upgraden, ne? Also aufwerten, und die habe ich sofort dann auf Stufe 14 aufgewertet. Jetzt hoffe ich doch mal, dass ich ein bisschen mehr Schaden machen kann im Raumkampf. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir die Mission nämlich jetzt mal starten. Und wie gesagt, Tipps sind von euch immer gerne gesehen. Ob ich sie dann umsetzen werde oder nicht, ist die andere Frage. Aber genau, Tipps kann ich immer gut gebrauchen. Also, auf in die Mission. Wir werden mit Quarks ein bisschen was erleben. Mit Quark. Das Quarks ist ja die Bar. Quark ist ja der Inhaber. Mal gucken, was der heute zu erzählen hat. Für alle, die heute das erste Mal einschalten bei Star Trek Online, Sprachausgabe ist Englisch. No, absolutely not. This is your worst idea yet. Do I need to remind you of the unwritten rule of acquisition, brother? Rule zero. What the Negus wants, we acquire. Why me? Get an Eliminator to do it. Get 50. You can afford it. You have connections with the Klingons. That and you're Rom's second most trusted Ferengi. What? Who's first? Nog? Pell? No. Moogie. Fine. Send her then. But brother, you did such a great job of rescuing her before. I also told your son to shoot me if I ever thought of doing something like that again. That's right, you did. Well, don't worry, he won't. That's not what I'm worried about. We need this, brother. We can't hold off the Herc forever. Alliance forces are spread too thin to help, Quark. We need the Klingons, brother. Otherwise, we're doomed. Insanity! You don't even know where the Iconian fleet is, Rom. I don't, but Starfleet Intelligence monitors all major threats, including the Iconians. Starfleet isn't in the habit of sharing classified data. If we can get access to a security console, we can extract the data. We'll need to keep the security officer on duty occupied. Oh, leave that to me, husband. Am nächsten Tag, okay. Den Sicherheitschef ablenken, ja. Da drin ist so gut. All right, Leader. The security officer on duty is a creature of habit. Comes in on her break every day without fail. Your job is to keep her occupied so Rom can get what we need from the security console. Do what you need to do. Smile, laugh at her jokes, whatever it takes. Put those feminine wiles of yours to good use. Okay, setze deinen weiblichen Charme ein. Ich bin für diese Mission jetzt mal nicht ich selbst. Das ist auch mal krass, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Ich bin jetzt Lita. Ich bin also die Frau vom großen Nagus. Weiblicher Charme? Really, Quark? I'm not here to seduce your customers. You and I both know there's more than one way to work a mark. Whatever you say, just don't mess it up. She'll be here any minute now. You worry too much, Quark. I got this. Ich soll die Sicherheitsoffizierin.
It's your lucky day, officer. You're the 10 millionth customer here at Quark's. Congratulations! You've just won a free drink and a free spin at the Davo table. Quark, why don't you pour the lucky winner a drink? What'll it be, Constable? Also, sie hat sie sofort abgelenkt, indem sie sagt, das ist die 10-millionste Kundin. Na, ob davon der Sicherheitsoffizier sich ablenken lässt? Oh, thanks. I'll take a nice drag to Gino. I'm on duty. I can't stay too long, but I suppose I have enough time for a spin at the table. Lead the way. Also doch. Dann wollen wir mal Getränke servieren. Quark, sehr schön. Will you turn that hollow me off, please? It's creeping me out. This is why I like the hollow leader. She doesn't complain as much as the original. There. Happy? The free drink will get her to relax. Okay, dann werden wir ihr mal... And then some Dabo to keep her busy. Genau, dann werden wir sie mal ablenken. Dabo habe ich noch nie richtig verstanden. Ist so etwas wie Roulette, ne? One loss to remove suspicion. Jo. Was geben wir für eine Wette ab? Ach komm, spielen es einfach, oder? Slot 2. Jawohl. Oh, ich darf gar nicht mitwetten. Es läuft schon. Und? Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. So ist also ein Dabo-Spiel. Oh, looks like my luck's run out. Oh well. Thanks for the drink and the spin. Better get back to my station. Oh, oh, sie will schon wieder weg. Whoa, whoa, don't be so hasty, friend. The law of averages is on your side here. Trust me. Have another spin on the house. What have you got to lose? Jo, aufs Haus nochmal drehen. Okay, you've convinced me. One more spin. Why not? Ein abgekartetes Dabo-Spiel. And then a victory to reel her in. Also, ich darf nicht mitwetten, das ist ja für sie, ne? Ist ja klar. Dabo! Nicely done. Those winnings are coming out of your cut, though. Good, the guard's distracted. Time to go to work. Overriding this door panel should be child's play. This is the most secret maintenance panel. Okay, Chief O'Brien needed me to fix it once. Dann werden wir doch mal die Sicherheitsinformationen holen. Drehen Sie die isolinearen Chips so lange, bis sie im blauen, grün und weiß rein an. Soll er eins nach unten drehen? Moment, wie war das nochmal? Nee. So, ich habe einfach die Erfahrung genutzt. Once I'm in, I can install a back door. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall die Information. Then we can access the system from the console at Quark's. Wo die ikorianische Flotte ist, da wollen wir ja hin. Testen Sie verschiedene Zahlenkombinationen, bis Sie die passende Sequenz für den Datenschlüssel gefunden haben. Okay, Passwort testen. Zurück, ne, war nichts. Ziffern im Passwort ändern. Ja, komm, alles mal ändern. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt schaffen soll. Hier Versuche anzeigen, ne. Testschlüssel auf 00 zurücksetzen. Also irgendwie, was muss ich machen? Passwort. 000. Richtige Ziffer, falsche Position. Ach so, wir müssen jetzt... Was? Wir müssen hier wirklich jetzt das Passwort versuchen rauszufinden? Nee, oder? Richtige Ziffer. Ziffer und Position korrekt, 0. Richtige Ziffer, falsche Position... 1. Also 5 scheint zu stimmen. Ich weiß jetzt hier gar nicht. Was soll ich hier machen? Ich ändere mal jetzt jede Ziffer.
So. Jetzt testen und richtige Ziffer, falsche Position. Vier Ziffern. Also ich glaube, die 5231 scheint schon richtig zu sein. Nur in einer anderen Reihenfolge. Also, sagen wir mal, 2 kommt hier hin. Die 5 kommt hier hin. Die 1 kommt an die dritte Stelle. Oh mein Gott, ob das richtig ist, was ich hier gerade mache. Und die 3 an die letzte Stelle. Dann haben wir auf jeden Fall mal alles ein bisschen gedreht. Richtige Ziffer, falsche Position, 4 Ziffern. Okay, Ziffern und Position korrekt, 0. Okay, jetzt hat man alle mal ein bisschen gedreht. Die Ziffern scheinen aber die richtigen zu sein. Ich muss irgendwie da in die Konsole rein. Ne? Ich muss hacken, oder? Also ich glaube schon, dass ich hier gerade das Richtige mache. So, dann ändern wir noch mal. Erste Zahl wird jetzt eine 1. So, Ziffer im Passwort ändern. Dann machen wir die dritte Zahl jetzt die 2. So, und dann die... Eieiei. Ziffern im Passwort ändern. Und dann die 5 kommt ganz am Ende und die 3 jetzt an die Stelle. So. So, jetzt müssen wir es eigentlich schon wieder... Alle falsch. Was ist das denn, Crazies? Das ist ja super crazy. Ja, jetzt kann ich nicht mehr so viel drehen, ne? Also. Jetzt kann ja nur noch die 1. Nee. Das ist doof. Ziffern im Passwort ändern. Die 3 kommt dann. Hatten wir die 3 schon an der ersten Stelle? Ich weiß es gar nicht. Dann nochmal die dritte Zahl wäre dann die 5. Die letzte Zahl wäre dann die 2. Ich kann auch gut überbrückt drücken, also ich versuche es jetzt nochmal. Passwort gefunden. Ha! Ich hab's doch rausgekriegt. She's heading back, Rom. Get out of there! Na, hab ich's geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Ja, das ist doch alles richtig. So, relax, everyone. It's done. I'm on my way back. Wunderbar. Try not to look conspicuous or guilty. Okay. Okay, nicht schuldig zu gucken. Das wird schwer für Rom. Hat er jetzt gerade die Quarks-Werbung gehört? Das ist ja auch mal cool. So, jetzt sind wir wieder zurück. Can't believe you pulled that off. Being the Negus hasn't made you go soft between the lobes. Let's figure this out before security gets wise. Use the console behind the bar and find out what you can about the Iconians. Oh, and while you're at it, look for any other useful information in there too. Some of it could be valuable, you know. Jo, jetzt können wir die Information nach. Relax, brother. I'll have these files cracked in no time. Starfleet encryption is good, but it's nothing compared to what we use in the Commerce Authority. That's actually difficult. Gut, er ist voll der Hacker hier, der Rom. Ist nur die Frage, wo wir das genau... Ah, da vorne. Der Dreh- und Angelpunkt vom ganzen Quark hier. Protokolle nach hilfreichen Infos überprüfen. Sehr schön. Oh, nach Borg, ja klar. Intelligence Officers Log Stardate 87961.3. Intermittent Borg activity in the quadrant. We've been able to track a Unimatrix vessel and our countermeasures are keeping its fleet at bay. The recent escalation of the Hurt conflict is straining the number of resources available for Borg surveillance. Okay. Dann die Breen. Intelligence Officers Log, Stardate 87983.1. Breen forces continue to harass the Teferi, though hostilities have not intensified as of late. The Breen have made no overtures toward the Dominion since their recent return to the Alpha Quadrant. Looks like the honeymoon might be over at last.
Jo, die Fekiri. Intelligence Officer's Log, Stardate 88139.9. A large Fekiri fleet has been spotted in transit to the Gamma Quadrant. Analysis of their course suggests they're heading toward the Renegade Iconian fleet. Interesting. If the two of them manage to eliminate each other, well, that'll be two less headaches to keep me up at night. Aber da haben wir was von der ikorianischen Flotte gehört und die ist ja eigentlich die, wo wir angeblich Informationen über die Herc finden, damit wir den Krieg auch mal gewinnen. Intelligence Officer's Log, Stardate 89001.7. Major Herc activity throughout the four quadrants. As expected, Alliance forces are spread thin in attempts to protect critical sites in their own territory, as well as within the Dominion. The Klingons continue to stay out of it, with the exception of a token force of volunteers. Efforts to enlist the full aid of the Empire to date have faltered. Okay, und die Ikorianer selbst, wo sind die jetzt? Intelligence Officer's Log, Stardate 88039.8. T'Keth's fleet is currently in the Phoeban sector, moving through deep space. She's keeping a low profile for the most part, avoiding conflict with both the Dominion and the Herc. Anything foolish enough to get in her sights doesn't live long enough to regret it, however. The wreckage of a Gamma pirate flotilla will testify to that. Ja, wir werden aber trotzdem versuchen hinzukommen. Die Ferengi haben ja auch ganz gute Schiffe eigentlich. Aber wir hören uns auch noch die Informationen von den anderen Rassen an hier, von den Nakul. Intelligence Officer's Log, Stardate 87997.9. I can't help but be impressed by the Nakul. Their star is all but dead. Their world's an ice ball. And they refuse to leave. They defend that ice ball against all comers, even the Herc. Every Nakul big enough to carry a phaser fought, and they actually won. And I thought Tellarites were stubborn. Und die Terraner. Intelligence Officer's Log, Stardate 88006.2. There have been some recent Terran incursions from the Badlands, but nothing overly organized. As of now, there hasn't been any sight of Admiral Leeda since her attack on DS9. Perhaps she has finally given up. One can only hope. Ja, das sind ja die aus dem Spiegeluniversum, ne? Deshalb Admiralita, die eigentlich ja hier die Frau von Rom ist, ist ja im Spiegeluniversum böse. Die Tolianer, die diese komischen Netze spannen, diese Energienetze. Intelligence Officer's Log, Stardate 89101.1. Tholian Web Technology has worked well against the Herc so far. They ensnared 70% of a Herc fleet shortly after it dropped out of warp. The rest of the fight was brief and one-sided. At least Tholian xenophobia is consistent. Our attempts to negotiate for web technology have been completely ignored. Okay, und die Zenketi, dann haben wir's. Intelligence Officer's Log, Stardate 89001.7. Getting a lot of disturbing reports from Zenkethi space lately. Whispers of corruption in the highest ranks and talks of a coup are in the air on Zenkethi. The Autarch's days might be numbered after his crusade failed, though the arrival of the Herc has kept him on the throne. For now. Also ich habe jetzt gerade die Errungenschaft 74. Erwerbsregel bekommen. Ich muss ja sagen, dadurch, dass ich alles mir angeguckt habe, habe ich mir die auch verdient. Die Frage ist, was bedeutet die 74. Erwerbsregel? Das ist ja was von den Ferengi. Ich guck mal nach, ob man danach googeln kann. Die müssen es ja eigentlich auch irgendwo mal aufgeschrieben geben, oder? Erwerbsregeln der Ferengi. Ja, die gibt's sogar schriftlich. Mal gucken, was die 74. ist, ob es irgendwo steht. Ja, gibt's. Wissen ist gleich Profit. Wie faszinierend ist das denn? aus einer Folge Voyager eingeschleust. Da ist die genannt worden, diese Regel. Und yes, jetzt habe ich sie bekommen, weil ich mir alles angehört habe. Ne? Das ist die Wissenssache. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal weiter. Das ist alles, was ich wissen muss. Jo, dann mal los. Wohin müssen wir? Treffen sich wieder mit Quark. Okay, gut. Informationen haben wir. All right, Rom, a deal is a deal. You found the Iconian, so I guess it's my turn now. Time to put the team together? Yes.
Los geht's. And that's the job. Confront. Eine Woche später. Really? He shot the hostage last time. He's not invited. Brunt, your database skills should help us locate the package. Always happy to help, Grand Nagus. Retreat. Still a master of Rule 33, aren't you, Brunt? It never hurts to suck up to the boss. Of course. I presume you'll need my ship again, yes? Not this time. We'll need a ship that can fight, just in case. And we'll have it, thanks to our friend here. Good. Everyone's here. Also, full consortium. Unbelievable. The table's rigged. I'm sure of it. Ah. Volles Konsortium. Na, das hört sich doch mal gut an. Here, the cloaking device I acquired from my cousin Gala is working like a charm. Keep an eye on it, though. I'd rather not attract the attention of the Iconians or the Fakiri, for that matter. Yes, jetzt hab ich sogar mal Tarnvorrichtung. Looks like they're busy trying to blow each other to bits out there. Let's use that to our advantage. You see those Iconian sentry probes? They use those to detect cloaked ships. So, you'll want to disable them before we move much closer. This cloak is good, but it's not that good. Okay. Getting in's the easy part. We're cloaked and unexpected. Na, dann wollen wir doch mal die Sonden deaktivieren hier, damit die uns nicht sehen. Feindwachsamkeit. Hier gibt's jetzt so ein neues Bezeichnungsteil. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Sind wir mal vorsichtig. Normalerweise so ab 10 Kilometer müsste es ja theoretisch... Nee, wir müssen noch näher ran. Die erste Sonde ist deaktiviert. Jetzt noch die. Und dann können wir näher an die Flotte. Oh, die ist aber groß. Oh, da ist auch schon Action. That should be enough to get to the flagship undetected. Okay. Well, we can all stop holding our breath now. It worked. If you'll be so kind as to fly us behind that massive Iconian ship, we'll be on our way. Das sollte auch kein Problem sein. Also hinter dem massiven ikorianischen Schiff fliegen. Okay. Irgendwo kriegen wir dann da auch raus. Was mit den Herc? Almost there. Just take it nice and easy. Das sind gut getarnt. Jetzt bloß nicht anstoßen hier. I can't believe I'm actually going to sneak onto an Iconian flagship and keep the engine running. I have a feeling we're going to need to get out of here in a hurry. Okay, your shuttle is bereit. Viel Glück. I've never been this close before. Impressive. Terrifying, more like. This is insane. Ich würde mal gerne wissen, was wir da für Informationen jetzt rausholen. Jo, also auf ins ikorianische Schiff. Nog, oder? You're our engineer. Buy it 400 and sell it 5. It'll be up to you to disable the security systems, son. Right. I'm familiar with their tech from the war. Ach so, man hört immer,
wie die planen und wo wir dann dran sind. Ferengi. I won't let you down, Father. Evade. Da passt irgendwie gar nicht zu Ferengis, diese Kampfart. Up first, Nog. We need to lower the local security so Brunt and Leck can do their jobs. Okay. No problem. I memorized the schematics for this vessel on the way here. There are engineering consoles we can use for that nearby. Follow. Na, dann wollen wir mal gucken. Wir haben ja nicht viele Skills jetzt hier im Moment. Was ist das hier? Das ist Energie zu Schilden. Okay. Dann versuchen wir mal zu überleben hier. Head left here, Nog. Captain Nog. Wie cool ist das denn? I've studied Iconian systems. I can unlock these doors. Good. If I send in the we'll have to disable security and engineering. Should be able to toggle the door locks. The good news is that my tricorder can get me the signal I need to send. The bad news is the Iconian systems only take trinary input. I think I see how the inputs work, so it shouldn't be too hard. Hier sind einige trinäre Beispielwerte. Alter Schwede, was wollen die uns denn jetzt hier beibringen? Trinäre Beispielwerte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das hier ist immer... Ach, es geht nur bis 2. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also hier ist 10 irgendwo. Da ist 27 dann irgendwo. Eieieiei. Ja, aktuelles Signal ist 000. Ja, dann. Ne, benötigtes Signal ist 17. Das heißt, das wäre dann hier... Ui, 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 ui. 1, 2, 1, oder? Ich würde sagen 1, 2, 1. Also 21 plus 10, oder? Ne, das ist 16. Müssen wir noch eine Zahl höher haben. Also 1, 2, 2. Trinäres System, was sie uns hier beibringen auf einmal. So. Got it. And we're done here. Binär kenne ich aus der Schule, aber Trinär ist ja schon heftig. Aber wir können alles, das kriegen wir hin. So, jetzt. Konstrukte besiegen. Oh, oh. Gegner. Heralds! Don't worry, I can handle them. Jawohl. Kriegen doch alle weggehauen hier. Wir sind jetzt wirklich mal Ferengi hier, obwohl ich gar kein Ferengi bin. Das ist schon cool. Wenn ihr übrigens mit mir interagieren wollt, könnt ihr auch Gari-Punkte sammeln, indem ihr auf Follow drückt und dann sammelt ihr Gari-Punkte und mit diesen Punkten könnt ihr dann Witze einfordern oder Lebensweisheiten oder ihr könnt euch Spiele wünschen, wenn ihr ganz viele Punkte gesammelt habt. Ihr könnt also mit mir interagieren, wenn ihr wollt. Something's coming. That looks like more than we can handle. Let Leck take care of it. He'll probably enjoy it. I think I can lock the door behind once it's gone. Great idea. Do that. Quickly. Der sieht ja gefährlich aus. Okay, versuchen wir auch an dem vorbeizukommen. Head right here. Ja, erstmal hier die Tür wieder aufkriegen. Och nö, wieder Zahlen umändern. Okay, also 27. Da brauchen wir die erste Zahl auf 1. Und dann 3. Das heißt 10. Und so die dritte Zahl auf 1 auch. Jo, das war's schon. Ha! Läuft doch super einfach. Got it. And we're done here. Jo, Erwerbsregel 194. Was auch immer das jetzt ist. Wir gehen einfach mal weiter. Konstrukte wieder besiegen. Jawohl. Thank you.
Okay. Ist dann auch schon wieder tot. Also so Ferengis, die sich Informationen holen, ist irgendwie total ungewöhnlich. We've made it. This is Main Engineering. Auch schon tot. So schnell kann es gehen. Und hier wollen wir die Konsolen auch überschreiben. Ist schon sehr außerirdisch hier, oder? Sieht schon ganz crazy hier aus. Offline. We're good to go. Sieht man wirklich ganz Can we drop their rear shield for a moment? Außerirdisch aus hier. Heftig. From the other console? Why? You'll see. What's that, Uncle? Call it an insurance policy. Lack, how do you feel about Iconian heralds? Very dangerous. I look forward to shooting some. Sell it 250? Buy it 100. You'll get your chance, clearing the path for Quark and Nog. The riskier the road, the greater the profit. I'm in. Leck, Brunt, you're on. Okay. Brunt, FCA. I'm on my way. The hunt is on. Brunt ist ja so ein Agent irgendwie, ne? Vom Handelskonsortium oder so. Hui. Was ist das? Ein Schänder. Der sieht heftig aus. Was haben wir denn hier für Skills? Kroniten-Mikro-Torpedensalve hört sich gut an. Und das hier kenne ich gar nicht. Das ist Messerwerfen, okay. Ooh, they fight back. Good, good. Okay, das ging schnell. Magnificent. Truly magnificent. Er hat einen Spaß daran. It's looking this way between patrol points. I should be able to sneak up if I get behind the wall. Sneaking ist so langweilig. Hm, vielleicht hätten wir doch sneaken sollen. Oder? Hat's geklappt? Ja, hat geklappt. Wir brauchten nicht zu sneaken. Glück gehabt. Schleichen braucht man nicht. I bet I could make that console explode remotely. Dumm gelaufen. Not the explosion I was looking for, but it'll do. I found the package. The Iconian keeps it on display in what looks like a trophy room. And here I thought they were above such basic behavior. I've analyzed their patrol patterns, Leck. You'll need a clear path for Quark and Nog. I trust you'll keep the guards in that area occupied for a suitable period of time. Selbstverständlich. Testing my skills against Iconians? This is worth more than Latinum to me. Don't get your lobes bunched, Brunt. I'll clear the path for the others by any means necessary. Na, dann mal weiter. Ich würde mal gern wissen, was die hier am Ende rausholen. Warum machen die das, die Ferengis hier so viel Aufstand für ein ikorianisches Schiff? Keine Ahnung, was die hier rausholen wollen. Da weiß Quark wieder mehr als wir. Aber so ist es ja immer bei dir, Quark. Er hat ja immer irgendwelche Geheimsachen. More enemies to the left and another console. Na dann, draufwerfen auf die Enemies. Die einen What? Wirft... Still no explosion? Ugh, ridiculous.
Die einen kommen ins Weltall, die anderen brät er, aber er will unbedingt Explosionen. Tja, so einfach läuft das nicht mit der Explosion. So, da vorne haben wir wieder einen wichtigen, einen großen Schänder, der ist gefährlicher. If I make some noise, the big one will come to investigate. Okay, sollen wir mal Lärm machen? Yay! Lärm gemacht, sehr schön. Ist wie auf meinem Kanal hier, hier kann man auch cheeren und dabei den Soundmanager oder den Stickermanager nutzen, da kann man auch Lärm machen hier im Video. So, und jetzt? Muss ich den jetzt töten oder nicht? Hm. Ach komm, den killen wir, oder? This isn't work. This is fun. Das ist keine Arbeit, das macht Spaß. Jawohl. Auch wieder weggebratzt. Oh. Hier scheint wieder ein ganz wichtiger zu sein. Da vorne, was ist das? Okay, das kann irgendwas anderes. Wir drücken erstmal hier den Knopf, das ist mal besser. I'm sure it'll make a big explosion. Jetzt kriegt er endlich seine Big Explosion. Vielleicht. Doesn't anything blow up around here? Okay. Lecter Clark, the path is clear. War auch wieder keine Explosion. I'm detecting some nearby patrols. I want to see if I can cause a distraction. Hold on. Er versucht wieder irgendwie abzulenken. Das war die Errungenschaft für die 34. Erwerbsregel. Die 34. Erwerbsregel der Ferengis kann man auch nachlesen. Erwerbsregel habe ich eben schon mal. Erwerbsregel Ferengi. Wenn sie denn aufgeschrieben ist, wenn sie mal in den verschiedenen Serienteilen vorkam, 34. Erwerbsregel, Krieg ist gut für das Geschäft. Okay, ja, das hat jetzt gut gepasst hier in dem Spiel, auf jeden Fall. Ja, das war richtig Krieg, wie er die weggebratzt hat. Jetzt frage ich mich nur, wo ich lang muss. Bisschen unübersichtlich hier, dieses Raumschiff, dieses Flaggschiff. Aber kriegen wir hin. Irgendwann finden wir schon den richtigen Weg hier. Was macht ihr eigentlich gegen die Hitze? Habt ihr Ventilatoren? Habt ihr Klimaanlagen? Externe, interne, mobil oder fest installierte Klimaanlagen? Hier ist falsch, na super. Legt ihr euch den ganzen Tag in die Badewanne? Geht ihr schwimmen? Habt ihr immer ein Eis dabei? Immer ein Eis am Mann? Was macht ihr bloß dagegen? Es ist so heiß. Mann, Mann, Mann. Und der Sommer hat gerade erst angefangen. Das wird interessant. Ich habe mir jetzt mal eine Klimaanlage bestellt. Ich bin echt gespannt, wie das dann läuft, das Ding. Ob das überhaupt wirkt. Okay. Und schon wieder erledigt. Das läuft doch schon mal gut. Also dieser Schlag hier, den der hier hat, dieser Torpedo oder so, der ist richtig heftig. Mikrotorpedensalve. Die ist echt gut. Für eine Ablenkung sorgen, einen Nebenraum finden. If I blow up that console, it'll cause a nice distraction. Ja, jetzt will er aber was zerstören. Jetzt aber endlich. Nog, how do I overload these ridiculous Iconian consoles? Easy. First you need to... Wait. How are you at trinary conversions? Never mind. I have a workaround. Jetzt geht's mal in die Luft. Was der für einen Spaß hat da noch. Mother, aus welchem Film war das? Safe. Once Brunt finds it, that is. Nice of you to give me the easy job, Rom. By that point, Lect will have eliminated their guards. We're talking about Iconians here, Rom. I'll be with you, Uncle. You'll be fine. Oh, I feel so much better now. Wie schön erzählt die Episode, ne? Immer so ein bisschen das, was die so geplant haben und wie es dann läuft und immer so mit so coolen Time Szenen. Time for me to earn my share. Watch and learn.
Don't worry, Uncle. I've got your back. Nicht schlecht gemacht. Was hat er denn hier dabei? Manipuliertes Glücksspielgerät. Verwenden Sie dieses Gerät, um eine Chance auf ein Gewinn zu haben. Okay. Kritische Trefferchance und so weiter und so fort. Okay. Okay. Was die sich alles ausdenken. Wenn man Unglück hat, hat man aber Pech, ne? Also habt ihr gelesen, wenn ich Pech habe, dann minus 10 Crit Trefferchance, minus 10 Crit Trefferschaden und minus 15 Ausweichen. Das Haus gewinnt immer. Sie haben gewonnen. Auch nicht schlecht. Cool. Hat wieder richtig Panik. Ist doch ein relativ großes Flaggschiff. Was kriegen wir denn? You know, you were supposed to shoot me if I got pulled into another one of these. I thought you meant rescue operations. I can shoot you later if you'd like. No, it just wouldn't be the same. Okay. Ein Paket erhalten, den Trophäenraum finden. Was könnte das für eine Trophäe sein? Vielleicht ein Herc? Aber was soll uns ein Herc helfen? Also, was der hier rausholt, der Quark, das interessiert mich so stark. Was kann der schon gegen die Herc haben? Also. Ha! I'm impressed! Hier war übrigens eben der andere, der. That's one word for it. Der alles in die Luft jagen wollte. Ja. Was für eine Musik im Hintergrund. Könnte noch ein bisschen schneller laufen. So, letzter Raum. Jetzt haben wir es gleich geschafft. He left some guarding the trophy room. It's okay, Uncle. We can handle that. Okay, ich habe einen platt gemacht. Knock den anderen. Läuft super. So, was ist das? All right, now let's find the package. It has to be in one of the display cases around the room. Okay, das Schwert des Kahles. Okay. Amazing! That's a singularity! T'Ket must have taken it from a Romulan warbird. You could say it was the heart of that ship. Must have been a memorable opponent for her to keep that on display like this. Sie bewahrt ein schwarzes Loch auf. Also, sie hat ein schwarzes Loch hier drinnen, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ist das das Schwert des Kahles? Nee. Is that part of an Iconian? Why would T'Ket keep a severed body part? That's insane. Das ist echt verrückt. T'Ket lost her arm when she fought Kahless during the war. She's keeping it as a trophy or maybe a reminder of one of her few failures. I knew she was intense, but this is pretty ridiculous. Also, das ist ihr Arm, den sie da hingelegt hat, konserviert hat. Also, die sucht nach Schwert des Kahles. Ja gut, hier sind ganz viele andere Sachen drin. That's a lot of latinum. Impressive. I could buy a Starliner with that and have enough left to buy a condo on Risa. Probably not beachfront, but it'd be nice. It's FCA graded too. She must have gotten it from a Ferengi. Oh, tough break. Seems only fitting that we acquire it. Fine. Mind on the mission. Stop looking at me like that. Oh, so viel Latinum und wir lassen es einfach hier liegen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nur für das komische Schwert. Looks like a secure treasure box. Wonder what's inside. It could be practically anything. Leave it to an Iconian to lock up a box of valuables and hoard it away. Okay,
Das ist ja mal nicht schlecht. Not everyone is as good at opening locks as you, Uncle. Most people would need the appropriate key. Ein Schloss haben sie dafür nicht. Schlüssel haben sie dafür nicht für die Lockbox. Das kommt so ein bisschen aus dem Spiel heraus. Und hallo an Opa Rainer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und Schobier, wenn du im Chat bist, dann schreib kurz rein. Dann kann ich dich gerne ins Team aufnehmen. Wenn du nicht im Chat bist, dann weiß ich gerade nicht genau, wer du bist. Deshalb tut mir leid, ich habe gerade Schobier abgelehnt. Ich müsste mal gucken, ob ich ihn doch kenne. Ja. Ich muss jetzt natürlich erstmal wieder raffen, wo ich jetzt wieder meine ganzen Freunde finde. So, da. Schobier, Black Whisper. Ich glaube, den kenne ich ja doch, ne? Den könnte man ja mal Anfrage akzeptieren machen. So. Dann ist er jetzt drin. Wunderbar. Kenne ich. Dann darf er auch mit mir ins Team. So, in die Vitrine gucken. Was ist das denn für ein Ding hier? Wir suchen nur das Schwert des Kahles. Ne? Eigentlich versuchen die Ferengi nur, was gegen die Herc zu finden. Ah, I've seen these statues on New Romulus. They were made by the Daywans, a servitor race of the Iconians. Not sure why T'Keth would keep one of these on display. Maybe it's of a sentimental value to her, even if that's possible. Ja, was ist das? Eine neuromulanische Statue. Aber sie ist nicht sentimental. Warum sollte sie behalten? Tja, wir gucken aber auch noch die anderen Schaukästen, weil da ist das Schwert des Kahles. Das müssen wir eigentlich haben. Aber Wissen ist Macht, 74. Erwerbsregel, ihr habt es eben gehört. Also gucken wir uns alle Dinge an. Vielleicht kriegen wir dann noch raus noch eine andere Errungenschaft. Das ist doch unsere Scheibe, oder? Die wir ins Weltall geschickt haben, oder? Interesting. I read about these at the Academy. Something called NASA sent them out on crewed space probes centuries ago to initiate first contact with alien life. I believe this contains audio files, animal sounds, music, language samples. My Earth history instructor would love to get her hands on this. We should, Opa Rainer. Du hast mich voll erschrocken. Heute aber leider ohne Kamera. Aber der war gut. Nur, oh, der ist ja ganz in der Ecke, der Aufkleber. Den kann man ja gar nicht sehen. Ja, da hast du nicht das Bild verklebt. Aber der Sticker, danke für die 125 Bits. Danke für dein Cheer. Und ja, wo Opa Rainer gerade den Cheer loslässt, ihr könnt auch diese Geräusche hier in dem Stream machen. Ihr könnt also auch hier diese ganze Erkundung unterbrechen und durcheinander bringen, indem ihr eure Bits, die man auf Twitch holt, für zum Beispiel den Soundmanager benutzt oder den Steam-Sticker benutzt. Und dann könnt ihr auch ganz viel Krach hier im Video machen. Und vielleicht habt ihr das schon gesehen, aber es gibt jetzt neue Belohnungen für Abonnenten. Und zwar habe ich jetzt endlich Rangabzeichen. Also diese, wo man sagt, ja, wenn ich mal was schreibe, ich schreibe einfach mal kurz was in den Chat. Dann ist da jetzt so ein kleiner goldener Hut. Und das sind jetzt meine Rangabzeichen. Das sind alles so Zaubererhüte. Und die fangen bei Bronze, Silber, Gold an. Dann werden die Platin, dann werden die dunkelblau hier so ein bisschen wie Merlins Hut. Und dann regenbogenmäßig. Umso länger man abonniert, umso mehr von diesen Hutstufen bekommt man sozusagen. Also jetzt habe ich extra Stufenabzeichen. Die habe ich seit gestern jetzt. Und ganz neu, endlich auch mal wieder was, um meinen Twitch-Kanal ein bisschen zu stylen. So, würde das Tagesereignis machen. Willst mit? Warte. Ach so, nee, das, Moment. Aha, da hat mich ein Teamkollege gefragt, ob ich mit in die, also ein Flottenkollege aus der Flotte, ob ich mit das Tagesereignis mache. Bringt mir aber nichts, weil ich krieg dann so kein K6-Schiff, also das beste Schiff, was es gibt. Ich habe aber neue Schiffe, die zeige ich euch auch nachher mal nach der Mission. Gehen wir mal aufs Erdendock und da zeige ich euch mal, was wir für tolle neue Schiffe haben. Aber ich bin immer noch mit dem gleichen unterwegs.
zeige ich euch gleich. So, jetzt aber in Vitrine gucken. Uncle, that looks like Captain Sisko's baseball. You don't think it's his, do you? I thought Jake took it with him. Wer Deep Space Nine kennt, der kennt auch den Baseball von Captain Sisko. Und wie es aussieht, hat sie sich den auch geschnappt. Faszinierend. Do you remember when Sisko made us play baseball against the Vulcans? Rom wouldn't stop talking about it for weeks. Put a bunch of money into that new interstellar league, too. Still can't believe he bought a professional team. The Ferenginar Liquidators. They're terrible. Got beat by the Cation Claws by a score of 18-4. And they were cheating! Da erzählen die über irgendein Baseballspiel. Habt ihr heute übrigens das Fußballspiel gesehen? Da hat Deutschland doch nochmal gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Beim letzten Mal war es ja doch nicht so gut, aber dieses Mal war es doch ganz interessant, ne? Haben wir mal ein paar Punkte geholt, mal gucken, ob wir weiterkommen ins Achtelfinale. Ah, you know, I always told the top brass at the Corps of Engineers that making the party poppers look like weapons was a bad idea. Any officer who uses one of those instead of a real weapon is in for a bad day. I suspect that's how Taket got her hand on one of these balloons. Shame. Habt ihr gehört? Die haben die Ballons. Man kann ja so Ballons falten oder kneten oder so formen. Und die haben die als Waffen geformt. Okay. Das war nicht so gut. War ein schlechter Tag. Ja, aber immerhin ist er hier im... im Darstellungsraum, im Ausstellungsraum von den Ikorianern. Dafür hat der Ballon gehalten. That's a bottle of prune juice. I'd recognize that color anywhere. Worf constantly demanded I have a bottle on hand at the bar. A warrior's drink, he called it. More like a torture drink. I tried some once. Let's just say that it was not a pleasant digestive experience. Ein Pflaumensaft für einen Klingonen gut, für einen Ferengi nicht. Kriegt man nicht auch beim Chinesen immer Pflaumenschnaps oder Pflaumenwein, Reiswein oder was ist das immer, was in den Flaschen ist? Naja, auf jeden Fall, ja, ist ziemlich süß das Zeug. Und alkoholisch. Was ist das? Seeing these reminds me of the Dominion War. A lot of those were sent back home to loved ones. Starfleet, the Klingons, the Romulans, they all have their different rituals. Even the enemy cared for their dead. Ja, das sind Sternflottenabzeichen, die besiegten Sternflottenoffiziere oder sowas von den Ukrainern. And they say you don't have a heart, Uncle. Und die werden auch hier ausgestellt. It's too bad we don't have enough time to steal these and sell them back to the people who want them. 34th rule of acquisition, Nog. War is good for business. Krieg ist gut fürs Geschäft, habt ihr eben schon gehört. Die Errungenschaft haben wir bekommen und ja, da ist es so, die hätte er gerne wieder verkauft. Das war gar nicht sentimental. Okay. Und Opa Rainer fragt, wo die Kamera ist. Die Kamera ist im Moment aus. Ich wollte mich mal ein bisschen mehr aufs Spiel hier konzentrieren. Hier ist so viel an Menüs und sowas, da ist es besser, wenn wir mal nicht auch noch mein ganzes Gesicht da die ganze Zeit sehen. Vor allen Dingen ist es auch ziemlich warm. Ich sitze hier im Tanktop, nee, im ganz dünnen T-Shirt und ja, das sieht alles nicht so prickelnd aus. Hier mit einem dicken Ventilator im Hintergrund, es ist über 30 Grad gewesen. Da habe ich jetzt mal gesagt, eine Runde mal ohne Cam. Tja, sorry, aber... ist mal so. Heute könnten wir uns dann dadurch ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Und Opa Rainer verzweifelt daran. Der haut hier den Chicken-Sticker raus. Ja, tut mir leid, Opa Rainer.